Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Subsistence. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass das Spiel übelst laut ist. Also zumindest sieht es bei OBS auch so aus. Ich hoffe, ihr hört mich. Ansonsten muss ich das dann das nächste Mal wieder einstellen. Ja, mit Muffy. Hallo. Der da ein bisschen betröppelt über die Kante guckt, weil ja, wir haben gerade über 3 Stunden rumgemerkt und Muffy kam bei Scum nicht rein. Ja. Tut mir leid, mein Kleiner. Keine Ahnung, was das. Tut mir leid. Keine Ahnung. Oh, komm her, komm her. Nein, oh. Hau ab, hau ab. Ja, ich hab eh, keine Zeit. Spring noch, mach was du willst. Bist alt genug. So, wir haben keine Zeit. Winter steht vor der Tür. Wie ihr seht, es ist schon Herbst. Ja. Und hier ist mal direkt eine Kiste am Baum. Das ist sehr schön. So. So. Das Spiel ist wirklich laut, ja. Oder? Ich muss echt mal gleich in den Einstellungen gucken, ob das Spiel wieder lauter ist. Warte mal, das macht mich gerade fertig. Ton. Gesamtlautstärke. Weniger bitte. Danke. So, ich hoffe jetzt ist es besser. Der Wind faucht hier übelst, ey, das ist ja Wahnsinn. Sorry Muffy, ich wollte dich gerade nicht unterbrechen. Alles gut. Ne, ich habe gesehen, also wenn der Winter dann einbricht, dann sind die Bären nicht da, aber die sind noch da. Doch noch da oder was? Das hast du ja letztes Mal erzählt, dass die Bären. Ein Lagerfeuer. Dass die Bären angeblich wechseln. Wo? Scheiße! Wo? Neben der Base. Echt jetzt? Ja. Neben unserer Base oder was? Ja. Wo? Wo bist du? Ja, ich sehe dich. Wo ist die Sau? Da. Soll ich ihn gleich angreifen? Mhm. Ich sehe ihn immer noch nicht. Wo denn? Ich sehe es wirklich nicht. Warte. Mach doch mal Licht. Also dann sind die Jäger aber ganz schön schnell, du. Wenn das jetzt wirklich ein Jäger ist. Hat das Feuer wahrscheinlich ausgemacht. Ach stimmt, da läuft einer, ja. Jetzt sehe ich ihn auch. Ja, oder bist du das? Ne, du bist hinter mir, oder? Ja. Aber wir schleichen uns jetzt an und machen diese Platte. Hauptsache, Hauptsache es ist nur einer. Ich habe nur noch 2 Schrotmumpeln. Schießt du schon auf den, oder was? Nee. Weil es ist immer so anders, als ob du deinen Bogen spannst. Ja. Ich will ja gucken. Achso. Und wo hast du jetzt das Feuer gesehen? Ich glaube hier vorne. Aber sind das, ist das jetzt bloß einer oder sind das mehr? Oh! Was das sind 2! Hat er dich gesehen? Nee, noch nicht. Doch jetzt. Achtung! Nummer 2. Nee, es sind 3. Oh, shit. Ich muss weg! Ah! Ich blute, ich verrecke, ah! Man sollte mit zu wenig Munition nicht auf Leute schießen. Das war eigentlich dumm. Normalerweise hätten wir uns... Ich bin tot. Nein, bin tot. Bin Gott sei Dank nahe der Base gestorben. Ja. Ja, schieß doch noch weiter auf mich, du Honk. Ich bin doch schon platt, Alter. So ein Vollidiot. Oh. Die haben ja schon Waffen, ey. Was? Basiswegweiser? Wo denn? 100 Sekunden. Ja, die Jäger sind besser ausgerüstet wie wir, ja. Ah.
bin ich denn hier, Alter? What the fuck? Überlebe ich das? Weißt du was? Komm. Geronimo! Oh oh, oh oh, oh oh. Oh, ich hab's überlebt. Alter, ich bin drauf. What fuck? Was jetzt? Gibt's hier Piranhas? Warum? Weil sie gerade übelst A geschrien hat. Ich bin von einer übelst hohen Klippe runtergesprungen. Voll ins Wasser. Oh, shit, Bär. Ich glaube, ich bin gleich wieder tot. Alter, so ein Scheiß. Da muss ich jetzt auch noch auf die Scheißjäger aufpassen. Jetzt ist es nicht mehr nur das Viehzeug, jetzt sind es auch noch die Jäger. Vor allem bin ich, glaube ich, gerade von der anderen Seite vom Berg gespawnt. Ey, Alter, da bin ich gerade runtergesprungen. Alter, ist das heftig. Voll hoch. Alter. Wo bist du? Basiswegweiser nun sichtbar. Ach da. Ich bin, glaube ich, komplett die verkehrte Richtung. Oh, ich sehe noch ein Feuer. Und dann oben der drei. Die hacken sogar schon Holz, die Ochsen. So, wie lange liegt der Kadaver jetzt da? Ich weiß es nicht. Oh, Scheiße. Feuer? Nee. Bären. Ja, ich glaube, das macht es jetzt nicht leichter. Nee. Ich glaube, das macht es jetzt nicht leichter. Das Problem ist bloß, ich habe hier den Winterberg. Ich kann dann aber nicht direkt drüber, weil ich habe nichts weiter an. Aber ich finde wenigstens Loot, was sehr gut tut. Ja. Problem ist bloß, ich kann mit dem Loot nicht anfangen. Ich gerade auch nicht. Außer versuchen, es heil nach Hause zu bringen. So, hier kann ich jetzt nicht runterspringen, da ist kein Wasser. Richtung müsste da lang. Ah gut, ich bin schon wieder im bekannten Gefilden unterwegs jetzt. Ich sehe aber nicht, dass ich weniger aufpassen muss. Da vorne schon mal sichten, aber nee, hier ist. Hier vorne sehe ich aktuell noch keine Jäger. Also Ziel für die Folge war jetzt eigentlich den Stromgenerator und den Massegenerator zu bauen, aber das ist jetzt ist es das nackte Überleben. Ja. Aber gut, das ist es ja aber eh schon die ganze Zeit, also von daher ist das ja nichts Neues. Aber gut, ich muss auch ehrlich zugeben, normalerweise machen wir den Server nach der Session aus und ich hab's gestern vergessen. Deswegen sind die Jäger schon da und ja. Weil eigentlich hätten wir sogar noch Zeit gehabt. Ja. Also das dürft ihr gerne mir aufs Brot schmieren. Da gebe ich mich geschlagen. Weil es ist leider so. Hui. Hirsch. Ah, Hirsch. So, wie sieht's hier aus? Also ein Hase, ein Huhn. Oh, ich kann's nicht nehmen. Das ist ein Busch. Was bist denn du? Das sah jetzt komisch aus, das Vieh. Ach nee, das war ein Hirsch. Da ist noch ein Elch. Jetzt ist hier gerade vor meinen Augen eine Kiste despawned oder was, Alter. Ich krieg gleich. Was? Alter, wieso? Ich hab dir nichts getan. Hau ab! Dieser blöde Kackelch.
spießt er mich einfach auf, die dumme Sau. Ich denke, die tun dir nichts, wenn du denen nichts tust. Eigentlich. So ein Penner. Schon wieder tot? Ja, na klar. Wie soll ich denn den Elch überleben, Alter? Muss schon noch zwei Pakete einsammeln. Das geht mir schon wieder auf den Sack. Alter, ich dachte mir, ja komm, ist nur ein Elch. Hm, toll, Arschloch. Entschuldigung. Dummer Elch. Hm? Ey. Da war ich schon fast zu Hause eigentlich. Das ist ja eigentlich noch ärgerlicher. Hm. So, warte mal. Aber wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, sind die Klatschköpfe ohne an unserem See, hä? Bestimmt. Scheiße! Also auf jeden Fall, wenn ich mal nach Hause komme, bringe ich guten Loot mit hier. Ja, ich auch. Alter, dieser Kackelch, das rächt mich immer noch auf. Vor allem muss ich jetzt erstmal in die komplett falsche Richtung, um den anderen Scheiß zu holen. Meine scheiß Munition, alles weg. Ich war wirklich schon fast zu Hause. Ich bin ja schon in unserem See. Wo sind denn die Jäger hier? Die müssen doch irgendwo. Das war doch hier in der Nähe, oder? Ja, ja. Vielleicht liegt der Rucksack von dem Endjäger ja auch noch da. Könnte ich ja mal gucken. Aber ist das dann jetzt schon sowas wie Vergeltung, wenn die jetzt nochmal angreifen? Weil die machen ja Normal Attacks, also greifen sie uns ja auch noch an. Keine Ahnung. Oh, halt die Klappe. Geh weg. Hasse ab jetzt alles in dem Spiel. Vor allen Dingen Elche, das ist das nächste auf meiner Liste. Diese Idioten. So, ich habe jetzt alles wieder. Oh. Ja, ich auch gleich. So, und jetzt schaue ich. Ach, da. Oder ist das deiner? Oh, scheiße. Ja, vor der Base ist meiner. Den kannst du aber ruhig schon einsammeln. Nee, bevor nicht vor der Base. Weil ich bin ziemlich nah an der Base gestorben. Scheiße. Was sind Jäger oder Wolf oder Bär? Jäger. Echt jetzt? Ja, stimmt, der eine rannte bei uns vorne rum, ja. Der mich abgeknallt hat. Ich gehe erstmal zur Base, ey. Ja. Aber pass auf, da rannte glaube ich auch noch einer rum. Ich erstmal sammeln. Ah! So. Tür zu, Tür zu! Ja, jetzt wird's interessant. Es wird zwar auch schwieriger, aber auch interessant. Alter, wie weit war ich denn doch noch weg? War ja doch noch ein ganzes Stück weg. Dieser hässliche Dreckselch. Das regt mich immer noch auf. Ich muss sagen, so kann man auch mal eine schöne Sightseeing über die Insel machen. Lässt sich einfach abknallen und stirbst und sammelst aber nicht ein. Dann ist es dir ja egal. Irgendwann kommst du heim wieder raus. Oder auch nicht. Ist das da jetzt wieder so ein Dreckselch? Ne, das ist ein Wolf.
Hauptsache, der Elch kampiert jetzt nicht bei meinem Rucksack. Scheiß Camper. So, ich sehe meinen Rucksack. Wo ist der Elch? Der kommt bestimmt aus dem Hinterhalt gleich nochmal, die Sau. Alles, her damit. Nein, gut. Reihe. So, jetzt wird mir auch mein erster Rucksack wieder angezeigt. Bring mal nebenbei Holz mit, ne? Ja. Dann wird es jetzt aber noch ein bisschen dauern, bis ich dann da bin. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn ich dich alleine lasse. Nee. Ich hoffe bloß, mein Rucksack liegt so lange da. So. Oh nee, jetzt ist wieder an dem fetten Baum, wo man richtig Holz holen könnte, ist wieder so ein Drecksbär, ey, das sitzt ja auch nicht. Geh Winterschlaf machen, Mann. Wird doch schon kalt, Junge. Also der mit dem Bogen war ja easy, ja? Aber der mit der Waffe war scheiße. Ja. Was los, warum stehst du so? Hä? Ah, nee, alles gut. Weißt du, wie lange das dauert, bis sie eine Base haben? Weil die fangen ja mit dem Lagerfeuer an, glaube ich, ne? Ja. Und dann holen sie Holz. Ne, der eine hat ja vorhin schon Holz gehackt, die ich hier noch gesehen habe. Die sind aber Gott sei Dank eine ganze Ecke weg. Aber bei den Jägern geht das ja, glaube ich, ziemlich schnell, ne? Ja. Wie weit die von ihrem Feuer weggehen? Nee, ja. Nee. Ich mach schon mal einen Stromspeicher, gell? Ja, mach nur. Stromgenerator machst du, meinst du? Ja. Ach stimmt, den Speicher brauchen wir ja auch noch. Ach du Scheiße. Ja. Nicht schlimm, sobald wir einen Stromgenerator haben. Ja, ich weiß, generiert sich das schneller. Ja, ich weiß. Aber den Massegenerator brauchen wir auch noch. Oder Massefabrikator. Weil der ist ja, glaube ich, Fabrikator, nicht Generator. Ja. The Fabricator. So. Looten hier. Dann bringt er noch mal ein bisschen 9mm mit. Jo.
Alter, geh doch kacken. So, soll ich... Wo sollst du? Oh, Jäger. Ich mach's mal unterm Fenster, gell? Oh. Lass mich einfach in Ruhe. Ich mach nix. Oh ja, genau. Rennst du vor einem Jäger weg und dann verfolgt ihn noch so ein Dreckswolf. Der ist immer noch hinter mir, ich höre den. Mal gespannt, was der für eine Ausdauer hat. Ja, der ist tatsächlich immer noch hinter mir. Die Mistkriege. Hast du dein Zeug eigentlich wieder? Ich ja, aber da war noch von den anderen. Wollte ich ja auch holen, aber da kam ja schon zwei. Oh, der hat na gut, der hat bloß einen Bogen. Hey, der hat ohne Waffe. Er hat gerade durchgeladen. Aber ist jetzt anscheinend weg. Hat immer mit dem Pfeil geschossen und dann war er weg. Alter, bin ich ein Schwein. Was ist jetzt hin dort? Scheiße, jetzt muss ich mich erst wieder orientieren hier. Ja. Die Base ist da. Wo waren jetzt die anderen fucking Jäger? Neben der Base, also so... Ja, ja, ich weiß schon. Mir geht es ja bloß darum, ob der Rucksack von dem anderen noch da liegt, den ich platt gemacht habe. So. Weil das würde ich schon gern holen. Ja, na klar. So, wenn ich da jetzt aber genauso überrascht reinrenne wie in die anderen Jäger, ist das scheiße. Da wäre es ja quasi günstiger, wenn ich erstmal nach Hause gehe, alles ablade. Und dann nochmal losgehe, weißt du? Mhm. Dass ich mich verlieren kann. Aber die sind Gott sei Dank noch ein bisschen weit weg. Weil hier ist ja schon unsere Base. Ich kam von der anderen Seite, ich kam jetzt von hinten. Alter, wie sieht denn meine Map aus? Alter! Jetzt, was ich schon alles aufgedeckt habe. Dieses Verkehr drum ist ja echt nervig. Jabba dabba du, ey. Sag ich da nur. Ach, dieses Invertierte ist so scheiße. Weil du musst in die andere Richtung ziehen, um in die andere Richtung zu schieben. Alter, das ist echt nervig. Das ist nervig. So, warte mal, da ist unser See, hä? Das ist ja das, wo wir immer Wasser holen. Also müssen die ja quasi dort in der Nähe sein. Die siehst du aber leider nicht auf der Map, hä? Nee. Na gut, da muss ich schon mal gucken. Den einen habe ich ja hier vorne an dem einen Stein platt gemacht, weil ich glaube, da waren wir am Teich schon, am See waren wir, glaube ich, schon vorbei. Der müsste hier irgendwo liegen oder hier an dem Felsen. Nee, den Felsen, wo wir vorher gebaut haben. Wisst du noch? Das wäre ja komplett auf der anderen Seite. Das wäre ja gegenüber von uns. Nee. Wir waren doch schon fast am See. Nein. Ich habe doch noch gesagt, die sind wohl in unserem See. Bist du das? Ja, das bin ich. Habt ihr gerade gesagt, ich bin wieder da. So. Alles dabei. So, pass auf, jetzt lade ich alles ab und dann gucke ich mal, ob ich den Rucksack von dem Idioten finde. Ja. Also bis auf die Axt und das Licht. Die Kiste hat nicht genug Platz. So.
So, der braucht ja auch noch Treibstoff, der Ofen. Hä? Meinst du den Generator, Ding hier? Der Generator, ja. Ja, ja. Hab ich schon ein paar gemacht. Das ist schon wieder alle. Das ist schon wieder alle. Frisst er so viel, ja? Naja. Wieso liegt denn deine Waffe hier drin? Nee, ich habe mir noch eine gemacht, falls ich sterbe und mein Rucksack weg ist. Ja, ich habe dir mal ein paar 9mm reingepackt. Jo. Flimp, flimp. So, ach, scheiß drauf, komm jetzt. So, bis gleich. Gleich. Viel Spaß. Ach so, was denn? Holz hast du jetzt. Ach so, warte. Wegen wenigstens noch zwei Wände. Hier hast du noch Bretter, hier hast du noch Seile, hier hast du noch das da. Hier hast du noch einen Stock. Ja, und jetzt gehe ich. Okay, mach's gut. So, eine Mumpel habe ich. Oh. Ah, da ist es. Gerne gemacht. Da ist es Feuer. So, und wo ist? Dann ist er an dem doch, dann ist er doch an dem Felsen verreckt. Ja. Aber dann bloß auf der anderen Seite von dem Fels, ne? Scheiße, ja. Dann sind die ja übelst nah dran. Richtig nah. So, wir mal gucken. Hier ist ein Feuer, genau. Aber wir sind doch vorhin weiter gelaufen, Muffy. Nein. Hier hinten ist auch noch ein Feuer. Ach du Scheiße. Zweimal. Also 3, 3, 6. Oh oh. Ja, das war. Na, es kommen immer nur 6 Stück, glaube ich. Oh. Ich muss schon wieder rennen. Hast du deine Waffe am Mann? Kann ja sein, dass ich jemanden mitbringe. Seh nix. Seh nix. Scheiße, wo bist du denn jetzt hoch? Komm, lauf. Weiter. Und bist du das? Ja, ich bin hier vorne. Ja, an dem Fels noch. Und los. Wo ist er? Ich seh ihn nicht. Ähnlich. So viel. Ach, da hinten ist ein Licht. Naja, das ist ein Feuer. Nee, ein grünes. Ach so. Der läuft wieder zurück. Okay. Ach Mist. Aber da lag kein Rucksack, Muffy. Ohne Scheiß. Das ist schon eingesammelt. Hm? Dann haben die das schon eingesammelt. Ach, sammeln die das auch wieder ein, ja? Denk dran, mach hier noch ein Fenster hin, hey. Ja. So, wo hast du gesagt, wo ist jetzt noch ein Feuer? Nee, auf der Karte, ganz hinten. Ach, das sieht man ja doch, oder was? Ja, ja. Im Dunkeln siehst du das. Ach, dort, ja, okay. Hast du zufälligerweise noch Nägel? Ja, habe ich. Alter, sind die scheiße nah dran. Die müssen weg. Die müssen weg. Es geht nicht anders, die müssen weg. Ja. Ja. Ist der Strom schon voll? Ach ja. Ja, ist voll. Jetzt brauchen wir
Ja. Der Ofen, aber ich sehe kein Rezept. Wieso sehe ich kein Rezept? Das weiß ich nicht. Mir ist kalt. Ja, mir auch. Holzofen meinst du? 7-mal Schrott, ja. 7 Bretter und 3-mal Stoff. Okay, Stoff haben wir. Schrott haben wir keinen mehr. 5-mal bloß. Nee, ich hab hier. Ach so, du hast Schrott. Metallschrott. Ich brauche nur Bretter. Ja, das Holz habe ich dir gegeben. Warte, ich mache jetzt erstmal kurz das Fenster. So, jetzt Bretter. 7-mal, gell? Ja, 7 Bretter. Okay. Ich. Ja, 7 Bretter. Und für den Ofen würde ich sagen, machen wir gleich die Faser, die Faserbriketts, weil die brennen übelst lange. Ja. Obwohl das so auch wieder scheiße ist, aber müssen wir halt Fasern sammeln wie Sau. Ja. Hast du noch Holz über oder einen Stock oder sowas? Was hat denn das eigentlich? Willst du Dings machen? Was hat denn das eigentlich mit dem Schild auf sich? Anpassbares Außenschild. Was soll denn das? Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Ach so, wegen der Kisten. Ach so, dass du zum Beispiel wegen Beschriften oder was? Ja. Ja, okay. Hier, wir haben gerade überzogen. Oh. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet in der nächsten Folge wieder rein. Die kommt sowieso gleich jetzt. Also für uns zumindest, nicht für euch. Aber ja, genau. Also, auch wenn wir nichts sehen, Moment. Aber die wilde Jagd geht los. Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.